Wenn die Lehre eigentlich passt, aber der Pastor eben sich jetzt auch der Ökumene so zuwendet und das immer wieder, nicht während der Predigt, aber sonst doch dazu ermutigt, muss man dann weggehen, nachdem er gesprochen hat? Also für mich ist die Frage der Ökumene keine Randfrage, sondern das Problem in der Diskussion um Ökumene ist das Verständnis, was ist eigentlich das Evangelium? Ja? Und es gibt nur ein Evangelium und das hat Paulus gelehrt. Und er war äußerst scharf darin, wenn Menschen von diesem Evangelium, das er vom Herrn bekommen hat, abgewichen sind. Ja? Und erwiesenermaßen, ob jemand als Protestant meint, er kann mit katholischen Brüdern zusammen sein oder sogar katholische Positionen vertritt, da ist eine Linie, wo ich sage, da kann ich nicht mit. Da will ich auch nicht mit. Ja? Weil das ein Anzeichen ist von gravierender geistlicher Verwirrung. Wenn ich das Evangelium wirklich verstanden habe, was ist ein Christ? Was heißt von Neuem geboren zu sein? Was heißt es, als Jünger Jesu zu leben unter seiner Herrschaft in seinen Ordnungen? Nie und nimmer, wenn ich das in Klarheit für mich erkannt habe, kann ich doch auch nur träumen von Beziehungen mit Katholiken, die das Evangelium mit Füßen treten. Es gibt keine Heilsgewissheit. Es gibt eine Autorität, der du als Katholik dich unterordnen musst. Und dieser Papst hat die Vollmacht angeblich von Gott bekommen, Dogmen zu erlassen, die dem Wort Gottes widersprechen. Und niemand darf ihn korrigieren. Niemand darf sagen, hallo, lies mal deine Bibel, weil er steht über der Bibel. Ich kann noch nicht sagen, Jesus, mein Herr, aber im Irdischen habe ich ein Haupt über mir, der solche Freiheiten und Frechheiten auslebt. Sorry, du kannst nicht zwei Herren dienen, das funktioniert nicht. Darum haben wir einen Artikel gemacht, warum wir einem katholischen Nachfolger Jesu sagen müssen, dass er die Kirche verlassen muss. Nee, warum ein katholischer Nachfolger Jesu seine Kirche verlassen muss und warum wir es ihm sagen müssen. Da habe ich die Argumente alle gebracht, die mir dazu wichtig scheinen. Ja? So, für mich ist Ökumene kein Randthema, weil wohin führt die Ökumene? In 20 Jahren wird niemand mehr wissen, außer die, die sagen Sola Scriptura, es wird niemand mehr wissen, was ist überhaupt ein Christ? Ist ein Christ jemand, der zu einem Verein gehört, was sich christlich nennt? Oder was ist ein Christ? Ja? Und viele, viele Leiter heute, auch gerade protestantische Leiter, sind extrem verwirrt. Und du hörst dann so Sätze wie das, einer der größten deutschen Leiter sagt dann, bitte vergesst nicht, die evangelische Kirche gehört auch zum Leib Christi. Wie kann man solchen theologischen Sondermüll produzieren? Wie ist das möglich? Nur wenn man verwirrt ist. Wenn ich verstehe, ein Christ ist jemand, der von Neuem geboren ist und der kann auch vielleicht sogar bei den Zeugen Jehovas sein. Es gibt Menschen, die sind von Neuem geboren bei Zeugen Jehovas. Deswegen bin ich trotzdem gegen die Bewegung Zeugen Jehovas. Der kann auch in einer katholischen Kirche sein. Und da gibt es viele Menschen, die von Neuem geboren sind. Ja? Aber er ist von Neuem geboren und deswegen ist er ein Christ. Aber das heißt nicht, dass ich das System, in dem er lebt, akzeptieren kann. Das kann ich nicht akzeptieren, weil es Lehren vertritt, die einfach total gegen das sind, was die Bibel lehrt. Ja? Mein